Gut, Shalom Aleichem, guten Morgen. Ich lese euch heute einen Brief von einem Mann, der schreibt diesen Brief an dem Rebbe. Ich lese euch zwei Sachen. Ich lese euch vor das, was er hat geschrieben, und ich lese euch vor das, was der Rebbe geantwortet. Lieber Rabbi, Shalom. Wie soll ich wissen, was ist meine Aufgabe in diesen komischen Welt? Fragt Rabbi, er will wissen, also er nennt die Welt komisch, und er will wissen, was ist sein Ziel, was ist seine Mission, was ist seine Aufgabe in dieser Welt. Wie soll man das heute erkennen, wenn wir keine Propheten haben? Und ob es gibt überhaupt ein universelles Ziel fürs Leben? Für Ihre Antwort bedanke ich von voraus Josef Wolfson. Die Brief ist von den 60er Jahren. Der Rebbe antwortet ihm. Es ist schwer, allgemeine Antwort geben an einen individuellen Mensch. Da jeden Mensch ist einzigartig, jeden Mensch ist besonderes und jeder Mensch ist nicht eine Kopie. Also Menschen sind nicht Stanz. Eine Kuh hat eine Mission, Milch zu bringen und Kälberlach zu gebären. Okay? Sie braucht nicht den Kopf zerbrechen, was ist ihr Ziel am Leben. Stimmt? Genauso eine Henne braucht auch nicht, schreibt mein Brief dem Rebbe, was macht sie in dieser Welt? Was macht die Henne? Legt Eier und macht Kukuriku und freut sich und irgendwann, wenn die Menschen, gut, mit irgendwann können manche Menschen sauer sein, dann lassen wir mit irgendwann, dann lassen wir, was macht die Henne? Sie gibt Eier und Küken. Und da der Rebbe antwortet ihm sehr interessant. Der Rebbe sagt, deine Frage verteilt sich auf zwei. Auf irdischen Ebene und auf himmlische Ebene. Du fragst, was ist mein Ziel und meine Mission? Gott hat in uns geschafft zwei Persönlichkeiten. Seele, die kommt von Himmel, und Körper, der kommt von Erde. Immer wenn man ignoriert eine von beiden, ist nicht gut. Wenn ein Mensch ist nur geistig und verlässt seinen Körper, er wird unglücklich sein. Und wenn ein Mensch ist nur körperlich und verlässt seine Seele, er wird auch nicht glücklich sein. Deshalb beginnen wir mit dem Ziel und der Mission für unsere Körper. Unser Körper muss arbeiten, um sich keine Geschenke zu bekommen. Ein Mensch schämt sich, wenn er bekommt alles nur Geschenk. Er will arbeiten und er will verdienen sein eigenes Brot und damit ist er stolz. Sagt der Rebbe, um zu finden, was ist dein guter Beruf zu arbeiten, sagt der Rebbe, es gibt drei Faktoren. Neigung, Talent und Bedarf. Zwei davon liegen an dir, der dritte liegt nicht an dir. Was ist Neigung? Eine hat eine Neigung zu sein Bäcker. Er liebt Kuchen. Er liebt zu machen Konditorei. No. Muss man sehen, ob der Talent davon. Vielleicht hat er kein Talent. Dann ist nicht gut. Auch wenn er hat. Einer will sein Sänger. Sehr schön. Sehr schön, dass er hat Neigung, Sänger zu sein. Aber Sänger zu sein braucht man Stimme. Und was passiert, wenn einer hat jetzt Talent zu singen? Und Neigung zu singen, aber man braucht keinen Kantor, man braucht einen Rabbiner. Was soll er jetzt machen?
Soll sagen, nein, nein, mache ich nicht. Oder sagen, nein, ich mache Rabbiner und ich würde auch singen. Stimmt? Also, es geht nicht alles immer nach meiner Neigung und Talent. Ein Mensch braucht immer diese drei Sachen haben. Es gibt ein Ehepaar in Israel. Vom Kindheit hat er Neigung zu sein, ein Philosoph. Philosophie. Er hat gelernt in der Universität Philosophie. Russische Philosophie. Und er ist gekommen nach Israel. Niemand braucht russische Philosophie. Was soll er machen mit so einem Job? Niemand braucht. Also, drei Sachen braucht man, um zu erkennen und zu wissen, was ist unsere berufliche Aufgabe. Bitte schön. Danke, möchten Sie auch Wasser? Hier. L'chaim. Mach abroche, Baruch. Will nicht. L'chaim. Gut. Soll ich wiederholen oder verständlich? Verständlich. Verständlich. Dann gehen wir weiter. Und das, wenn ein Mensch arbeitet, ist er glücklich, wenn er verbraucht sein Talent und seine Neigung. Das ist die beste Sache, ist alle drei zu haben. Meine Neigung, mein Talent und Bedarf. Aber wenn ein Mensch hat ein großes Talent und große Neigung, auch wenn es ist momentan keine Bedarf, irgendwann wird man ihm... Siehst du? Das ist schön. Und dann, der Rebbe schreibt ihm, jetzt sage ich dir über die geistige Sache. Du sagtest, dass in den alten Zeiten die Propheten haben die Menschen genau gesagt, was ist ihre Aufgabe. Sagt der Rebbe, das stimmt nicht. Auch der Prophet bekommt nicht immer Angebung, Prophezeiung für jede Sache, was er will. Und ein Beweis, Jakob, der war ein großer Prophet, konnte nicht mal wissen, 17 Jahre, wo ist sein Kind Josef verloren. Er wusste nicht, er ist gefallen in tiefen Loch und Depression, Jakob. Und die ganze Prophezeiung war bei ihm blockiert. Der Prophet Jirmiyahu haben Menschen vergiftet und er hat nicht mal gewusst. Gott hat gesagt, Abraham, ich verdecke von dir meine Rechte. Also alles, was Hashem tut, er erzählt nicht die Propheten alles. Manche Geheimnisse erzählt er seine Propheten, aber nicht alle. Die Propheten sind nah zum Gott, er liebt sie. Aber auch wenn du liebst jemand, erzählst du nicht alles. Irgendein Geheimnis lässt du bei dir im Herzen. Und so sagt der Rebbe, der Prophet Shaul, der König, als Gott wollte nicht, dass Shaul weiter König sein, Gott hat von ihm genommen sein Licht, seine Induktionsgabe, seine Eingebungsmöglichkeit. Und Shaul hat gesucht in die ganze Welt Menschen, die haben Zukunft von Wahrsagerei-Möglichkeit. Der ist gegangen zum Oberpriester, zum Urim Vetumim, Steine. Er ist gegangen zum Toteverschwörungen, er ist gegangen zum Balataov. Frag nicht, alle Sachen, was gibt in dieser Welt, Menschen, die behaupten, die haben ein Medium, die Wahrheit von der Zukunft zu erkennen, hat er gesucht und hat er nicht gefunden. Warum? Weil Gott auch manchmal diese Menschen blockiert. Wenn Gott will, er kann dir direkt geben eine Eingebung und sagen, du musst sein Rebbe in Budapest. Hashem wollte so. Kriegst du die Klarheit? Gott sagt, Abraham, geh zu dem Land und er kriegt eine Aussage, wo soll er gehen, was soll er machen. Verstanden? Okay. Jetzt. Gehen wir weiter.
Es gibt, genauso wie in irdischen Sachen, gibt es drei Wege zu erkennen, mein Beruf, Neigung, Talent und Bedarf. In die geistigen Sachen gibt es auch drei Wege zu erkennen. Nummer eins, durch Tora lernen, forschen, lesen, erkennen. Wenn ein Mensch liest, erkennt, bildet sich, lernt, erkennt er von anderen Leuten, was war ihre Lebensbegeisterung, Mission. Und er sagt, oh, das gefällt mir. Von ihm will ich lernen, von ihm will ich lernen. Er guckt in Torah verschiedene Leute, wie haben sie ihr Leben gepackt. Sagt er, oh, auch wenn Josef war im Gefängnis, hat er dort gepackt sein Leben. Ich bin im Gefängnis, ich werde auch packen mein Leben. Also er kriegt von Torah oder von anderen heiligen Büchern von Torah eine Möglichkeit, Zitaten von Propheten zu erkennen. Das heißt, er ist nicht selbst ein Prophet. Und du kannst nicht heute gehen zum Prophet. Aber in dem Moment, wo einer lernt Torah, irgendwann bekommt er, es klickt bei ihm, es tickt bei ihm. Er sagt, oh, das habe ich verstanden. Manchmal Leute sagen mir, weißt du, diese Woche hast du gesagt eine Shiur, du hast mir die Wörter aus dem Mund ausgesprochen. Nein, nicht ich. Wer bin ich? Es sind nicht meine Wörter. Ich sage nur Wörter, die stehen geschrieben bei den Wörtern von Propheten. Meine Wörter sind nicht so interessant. Ich zitiere nur Wörter, wo Menschen, die haben Kontakt gehabt, gesagt. Verstanden? Okay. Also der erste Weg zu erkennen, die geistigen Lebensaufgabe, ist durch Torah lernen. Nummer zwei. Muss man die Aufgabe nehmen, ein Mensch, die du auf ihm vertrauen hast, ein Lehrer, ein Coacher, ein Berater, ein Rebbe, und ihm sagen, genauso wie ein Mensch, viele Menschen sagen, ja, ich will leben, wissen meine Lebensaufgabe. Aber die sind nicht bereit, nichts zu machen und zu investieren, es zu wissen. Wenn sie haben Probleme, gehen sie 10-mal zum Psychiater, soll er hören ihre Geschichten und bezahlen Geld. Und ihre Lebensaufgabe, die sind nicht bereit zu nehmen, ein Rebbe und sagen, ja, ich will jetzt 10 Stunden mit dir lernen, bis ich erkenne, was ist meine Lebensaufgabe. Jetzt. Der Rebbe kann dir auch nicht garantieren, dass zum Schluss wirst du herausfinden. Aber du hast mindestens gezeigt, dass du es willst. Weil viele Leute sagen, ich kriege manchmal Briefe oder Mails. Shalom, können Sie mir bitte sagen, was ist meine Lebensaufgabe? Sehr schön. Das ist, als ob du schreibst dem Doktor einen Brief. Shalom, Herr Doktor, ich fühle mich nicht gut. Kannst du mir bitte sagen, was ich machen soll, um gesund zu werden? Bewegst du dich? Machst du einen Termin? Nimm dir 2-3 Stunden, es zu wissen. Gib dein Coacher, gib dein Rebbe sein Zeit, Honorar, und er wird mit dir sitzen und er wird dir geben die beste Leistung der Welt. Aus 2 Gründen. Eins, er will, dass du wiederkommst. Er wird sich Mühe geben, um dir wirklich zu helfen. Wenn du kommst zu einem Doktor und du bezahlst den privat, er wird dir doppelt Service geben. Warum? Weil er weiß, oh, er schätzt mir. Ich werde ihm geben. Und wenn du bezahlst, schätzt du das, was du bekommst, zurück. Wenn beide waren umsonst, beide schätzen nicht dem anderen. Es ist unglaublich. Der Talmud sagt, Arzt umsonst ist umsonst wert. Schluss. Und ein Beweis. Ein Mensch geht zum Doktor. Krankenkasse hat bezahlt, tralala, tralala. In dem Moment, wo er in der Apotheke Geld bezahlt, da beginnt der Prozess von der Heilung. Dein, und auch wenn die Medikamente sind auch umsonst, dann hat er keinen Prozess von Heilung. Nix. Sie verstehen mich ganz gut. Ich sehe, deine Augen blitzen heute. Also, es braucht eine Mühe von beiden Seiten, um zu erkennen, was ist meine Lebensaufgabe. Versteht ihr?
Also, erste Sache, um zu erkennen, meine geistige Aufgabe ist Torah lernen. Zweitens ist zu reden mit einem Gläubiger, mit einem Geistiger, mit deinem Vater, mit deinem Opa, mit deiner Frau, keine Ahnung, mit Menschen, die die kennen. Nimm mit denen ein paar Stunden und frag sie, sag mal, wofür bin ich gut? Was glaubst du, ist meine Aufgabe? Was kann ich gut machen? Was kann ich verbessern? Ich habe vor ein paar Tagen telefoniert mit meinem Bruder. Und er hat mir etwas gesagt über mich. Habe ich ihm gesagt, was kann ich besser machen? Was kann mich an mir ändern? Sagt er, vieles, es ist schwer zu beschreiben. Wie gesagt, vieles und schwer zu beschreiben, ist bei mir nichts gesagt. Sag mir eine Sache, dass ich höre klar, was ich an mir ändern kann. Und das werde ich versuchen zu machen. Sagt er, ja. Wenn man spricht mit dir am Telefon, es ist nicht locker. Du lässt immer so Stress. Du kannst nicht normale Smalltalk unterhalten. Bei dir ist immer die Sachen ganz tachlitisiert. Weißt du, was ist tachlitisiert? Tachles. Hallo Schlau. Oh, Baruch Haba. Ich fühle mich nicht gut, aber ich komme trotzdem. Oh, du fühlst dich nicht gut? Ich fühle mich nicht so gut. Und du kommst trotzdem. Aber ich komme trotzdem. Ja. Weißt du, was soll ich dir sagen? Ja, ich fühle mich nicht so gut. Ich sage dir etwas dazu. Mhm. Ich schätze es ohne Ende. Mhm. Das ist für mich eine große Ehre, dass du kommst zu meiner Shiur. Auch wenn du dich nicht gut fühlst, deshalb kriegst du ja, die beste Stuhl und du wirst bekommen eine Tasse Kaffee. Ja, ich habe es mit der Psyche zu tun wieder, mit der Krankheit. Wer hat nicht? Ja, das stimmt. Wer hat nicht mit der Psyche zu tun? Zeig mir einen Mensch. Ja, geht eigentlich nicht. Es gibt diejenigen, die zugeben und es gibt diejenigen, die es ignorieren. Aber jeden Mensch hat mit seiner Psyche zu tun. Ja, Psyche. Was glaubst du, ich bin mit der Psyche komplett gut? Was denkst du über mich? Ich bin mit der Psyche normal oder nicht? Ich weiß es nicht. Was denkst du? Glaube ich nicht. Mit Psyche. Vielleicht doch, vielleicht doch. Oh, vielleicht doch. Oh, das ist aber ein. Soll ich dir was sagen? Ein bisschen Milch möchte ich. Du denkst, ich habe auch ein bisschen mit der Psyche, stimmt? Könnte sein. Was könnte sein? Was kann ich mit der Psyche haben? Zum Beispiel, gib mir so ein kleines Gefühl. No? Was? Was könnte ich mit der Psyche haben? Ich sehe bei dir kein Problem. Du siehst bei mir kein Problem. Nee. Red mich nicht ein. Irgendeine kleine. Gib's nicht vollständig. Wenn ich bin vollständig und vollkommen, weißt du, was wird passieren? Gott wird mir nehmen. Ja. Habe ich Angst. Ja. Gott nimmt. Dann ist das Gott, dein Problem. Gott nimmt alle Perfekten. Nein, das alle. Und die Torah sagt, in dieser Welt gibt's nicht einen Zadik. Es gibt nicht ein Vollkommene und ein Vollständige. Jeden Mensch hat seine Schwäche, jeden Mensch hat seine, wie hast du gesagt, psychischen Beschwerden. Ja, ist nicht so gut. Mhm. Soll ich dir sagen, also mein Bruder hat gesagt, dass ich habe ein Problem, Smalltalk zu sprechen. Ich habe ein Problem zu reden über banale Sachen. Bei mir müssen die Sachen ganz schnell tief sein. Tief sein. Mhm. Der Sinn davon. Sonst geht das nicht. Und ich wünsche mir, dass ich könne auch genießen und haben auch leichte Gespräche, die nicht immer so Bohrerei, wie sagt man? Bohren? Bohren. Ich möchte manchmal, wenn ich sehe Leute sitzen im Café oder im Restaurant und reden lang mit einem. Also ich sehe, wie viel Zeit Leute halten ihre Kartenmenü in der Hand. Und sie rufen dem Kellner. Was ist? Ich mag dich. Smalltalk. Smalltalk. Nein, das ist überhaupt kein Smalltalk. Stimmt, das geht tief. Es geht nicht, er ist noch mehr wie tief, er ist gegangen direkt zu dir. Ja, genau. Er hat gesagt, ich mag dich. Der hat nicht Zeit vergoldet, der ist intelligent. Ja, ja.
Der hat nicht gesagt, schön dich heute zu sehen. Ja, ich mag diese Haare heute. Tralala, balala. Was hat er gesagt? Ich mag dich. Die Empfindung. Du bist süß. Siehst du, der spart nicht Zeit. Er ist noch mehr tachlitisiert als ich. Er ist noch mehr tachles als ich. Okay, ich erzähl dir, um was geht. Ich mag dich. Also, wenn ein Mensch will wissen, seine geistigen Aufgabe in dieser Welt, eins soll er lernen. Zwei soll er mit jemandem beraten. Man muss das forschen und erkennen. Wie kann man forschen und erkennen? Eins, durch das Geburtsdatum. Klick dein Geburtsdatum in Google und guck, was ist passiert in diesem Jahr. Ich bin geboren 13.09.1971. Guck alle Ereignisse in dieses Jahr. Welche Ereignisse gefallen dir, welche nicht? Was konnte ein Mangel sein in dieser Welt von Menschen, die gestorben 71? Wieso Gott hat mir gebracht, gerade in dieses Jahr zu der Welt? Das kann dir Anregung geben. Guck über deinen Vornamen. Ich heiße Schlomo. Ich werde googlen Schlomo. Ich werde von jedem Schlomo was nehmen oder was vorsichtig sein. Ich gucke in die Geschichte, es waren so viele Schlomo. Und sogar jetzt, als ich war in Israel, ich war im Flughafen, habe ich gesehen, so ein dickes Buch, die Lebensbiografie von Rav Schlomo Karlibach. Habe ich gleich gekauft, diesen Buch. Warum glaubt ihr, habe ich diesen Buch gekauft? Schlomo. Es hat mich interessiert, zu lesen sein Buch. Und als ich kam zum Flugzeug, ob ich gebeten soll, sie mir geben, einen Bleistift. Immer. Sie hatte nicht, sie hatte normale Kuli. Und dann habe ich die ganze Fahrt, die ganze Maschine, Flug, 4 Stunden, habe ich das Buch durch, mit Markierungen, was kann ich davon lernen und was nicht. Also verstanden? Okay. Jetzt kommt die dritte Sache. Wie ist die dritte Sache? Die ein Mensch kann erkennen, sein Leben, seine geistige Aufgabe, ohne Rabbiner, ohne Geistige und ohne Tora lernen. Und das lautet, sich zu überlegen, warum will ich nicht sterben? Warum will ich nicht mir selbst umbringen? Warum willst du dich nicht selbst umbringen? Nein. Du willst nicht? Nein. Aber warum nicht? Ja, Leben ist besser. Leben ist besser? Ja. Und warum Leben ist besser? Ja. Ja, warum Leben ist besser? Du hörst, wie die Leute reden, sagen, Leben, Leben, jammern. Und er sagt, Leben ist besser. Warum ist Leben besser? Warum bringst du dich nicht um? Sag mir, ein Grund, warum nicht? Weil ich gerne lebe. Weil ich gerne lebe. Oh, ja. Warum bringen Sie dich nicht um? Ein Grund, warum nicht? Weil ich gerne hier sitze. Weil ich gerne hier sitze. Leben Sie gerne? So lala. Machst du mit dem Kopf, also. Und Sie wollen lang leben? Ja. Wie lang? Wie lang? Wie lang willst du leben? 80, 90, 100? 100. 100. Siehst du? 100. 100. 100 Jahre willst du leben. Ja. Und wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du? 70? 70? Nein. Jünger. Viel jünger. Hör mal zu, wenn du ihr sagst, dass du dich sie magst, mach dich nicht älter. Genau. Mach dich jünger. Jünger. Mach dich jünger. Immer. Ja, dann sag, ich bin ein junger Mann. Männer dürfen auch nicht im Judentum ihre Haare zu färben. Dürfen nicht. Dürfen nicht? Nein. Ist verboten. Was, dass sie färben die Haare?
Frauen sollen färben. Ja, gut, Frauen tragen sowieso Perücke. Er geht. Gut. Und der letzte Punkt sagt der Rebbe, ob er fragt, ob es gibt eine universelle Lebensaufgabe, sagt der Rebbe ja. Universelle Aufgabe ist in dieser Welt, irgendwas Gutes zu der Welt zu tun. Hört ihr? Irgendwas Gutes zu der Welt zu tun. Was heißt das? Vor einer Woche, ich gebe euch ein Beispiel, vor einer Woche habe ich genommen den U-Bahn, habe ich gekauft und es ist Restgeld gekommen, so 20, 30 Cent. Habe ich das gehalten dort, habe ich nicht genommen. Gelassen. Gelassen, in diese... Ja. Habe ich Karte für U-Bahn gekauft und es ist Restgeld gekommen, so 20 Cent, was weiß ich, 50 Cent. Und habe ich das dort gelassen. Mhm. Ja. Liegen lassen, ja. Liegen lassen. Jetzt frag mich, woher kam ich auf die Idee? Erzähle ich euch. Jeder eine wird sich freuen. Warte vor, letzter Sommer, warte noch 5 Minuten mit dem Klavier. 5 Minuten noch. Kannst noch den ganzen Tag spielen, gerade jetzt, oder lieb zu spielen. Piat minutitschka, pažalesta, wie sagt man Klavier auf Russisch? Wie sagt man Piano? Piano. Piano, 5 Minuten, пожалуйста. Gut, ich schließe die Geschichte und dann kann er spielen den ganzen Tag. So, ja. Ich war einmal Sommer in Israel. Und in Israel, in Parkplätzen, gibt es so, man legt Geld und man macht so eine Stunde, zwei. Ich habe gesehen, ein jüdisches Kind in Jerusalem geht so mit einer großen Tasche und geht in alle Parkplätze so und guckt. Und ich saß im Auto, ich rufe ihm, ich sage, hey Kind, was suchst du? Sagt er, vielleicht Gott will mir schenken ein Eis. Sag ich, was? Sagt er, jeden Tag nach der Schule, ist so heiß, ich habe Lust nach Eis. Und ich gucke in alle... Und es bleibt manchmal eine Schekel, zwei. Und ich kaufe mir ein Eis. Und habe ich gesagt, hast du schon oft gefunden? Sagt er, ja, mindestens zweimal in der Woche oder manchmal mehr. Und ich habe gesagt, weißt du was? Heute hast du gefunden? Sagt er, nein. Sagt er, dann gebe ich dir heute 2-3 Shekel, kaufe dir ein Eis. Seine Augen waren so groß, so fröhlich. Denk dran, dass du kannst was Gutes tun für den anderen. Einmal, wenn du was Gutes tust, auch zum Natur, auch zu der Welt, auch jemand ein gutes Wort, auch eine Bemerkung im Internet. Es gibt Menschen, sie sehen was im Internet, was schreiben mir eine Bemerkung? Giftige. Giftige. Ich habe gesehen, vorgestern, ein YouTube-Film von 5 Minuten, dass ein Kantor und ein Klavierspieler haben in Israel Chanukka-Kerzen gezündet, ehrenamtlich. Fand ich sehr schön. Aber ich fand, dass er hat nicht die traditionelle Melodie gesungen, der hat eine kantorelle Melodie gesungen. Und das Publikum kann nicht diesen Stück. Und ich wollte ihm Kritik geben. Es ist schade, dass er sowas singt und nicht die traditionelle Musik. Dann habe ich gesagt, Mensch, warum soll ich Kritik schreiben? Dann habe ich geschrieben, vielen Dank, dass Sie haben so eine schöne Sache gemacht, von eurer Zeit und von eurem Talent an die kranken Leute zu singen im Spital. Wenn es mir erlaubt, eine Änderungsmöglichkeit, dass Sie beim nächsten Mal beim Gesang vielleicht doch die traditionelle Melodie singen und anschließend alles, was sie am Herzen machen. Da die Leute gerne haben, das, was sie können. Was hab ich verstanden? Dass du darfst sagen, deine Meinung zum Ändern. Aber beginne ich damit zuerst. Gib dem Mensch Anerkennung. Schön, dass du warst im Spital
und gesungen von den kranken Leuten und von deiner Zeit genommen und von deinem Talent. Kola Kavod, Jafemod. Es wäre schön, wenn sie nächstes Mal die traditionelle Melodie singen. So in jeden Kleinigkeiten schafft man. Morgen. Guten Morgen. Ja. Ich kann auch dann, willst du hier sitzen? Ja. Setz dich. Weißt du, wer war da gestern? Dein Bruder. Ja. Gestern war er da. Ja. Hast du abgenommen? Warum? Hat abgenommen. Mhm. Dieta, Dieta? Ja. Diät? Nein. Diät. Shalom, shalom, setz dich. Weißt du, dass sein Papa war ein Vorbeter in Berlin? Ja, ein Vorbeter. Deswegen soll er da noch immer schon zum Synagoge kommen. Das weiß er auch, dass das richtig ist. Wie geht's? In Berlin oder wo? In Berlin. Okay. Ja. Gut. Also ich glaube, wir haben den Brief von dem Rebbe schon erklärt. Ein Mensch braucht in seinem Leben zwei Sachen. Er braucht Beruf, um Geld zu verdienen und um Beschäftigung zu haben. Damit soll er nicht kommen auf dumme Gedanken. Und damit soll er nicht langweilig sein. Und damit soll er überwinden Sachen. Solange man hat etwas zu überwinden, das Leben ist da. Wenn ein Mensch wird alles geklärt, wird er depressiv. Guck mal, unsere Einbewohner, die älteren Leute, haben keine Sorgen. Sie haben eine große Sorge. Die, die haben noch etwas zu überwinden, zu rennen, Bürokratie, Papiere. Willst du das trinken? Hm. Nee, dann lass das hier. Trink, trink den Kaffee. Schwanni. Also du lebst gerne. Mhm. Und was macht dir am Leben Spaß? Was macht dir Freude? Was schenkt dir Freude am Leben? Ja, alles Mögliche, viele Sachen. Alles Mögliche und vieles ist bei mir allgemein. Ich bin nicht ein Typ von allgemein. Wenn einer mir sagt, alles und vieles, der beginnt schon, der will meine Aufmerksamkeit. Lass, lass, ist schon okay. Sag mir was. Gib mir zwei, drei Sachen. Was macht dir am Leben Freude? Zwei, drei Sachen, auch banale. Beten. 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 Ja. Wow, was noch? Freitag Kaffee trinken mit mir. Und freitags Kaffee trinken mit Sarah. Kaffee trinken am Freitag mit Sarah. Ja, hat das auch. Macht dir Spaß. Das macht mir Spaß. Ja. Okay, und was noch? Was macht ihr, wenn ihr trinkt Kaffee? Ja, sich unterhalten. Über? Ja, ich überlege gerade. Dein Neffen. Über meinen Neffen sprechen. Ja. Manchmal schweigen wir nur. Auch, das auch, das auch. Also, du gerne lebst, weil du Kaffee trinkst am Freitag. Dann musst du eine ganze Woche leben wegen Freitag. Gut, auch beten, er kommt regelmäßig. Er kommt immer, und weißt du, dass er hat auch seinen Platz? Mhm. Er hat immer seinen Platz. Und du hast auch deinen Freund. Und mein Freund habe ich noch. Ja. Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Wenn du aufmerksam legst, er macht doppelt Krebsen. Was sagst du auf seine Rupsen? Es ärgert dich oder du kannst damit leben? Naja, nicht so schön. Nicht so schön? Nicht so schön. Und warum macht er das? Ich weiß es nicht. Was konnte sein der Grund? Vielleicht kann er nicht reden. Vielleicht kann er nicht reden. Ja. Vielleicht das ist eine Kommunikation? Ah. Ja. Ja. Siehst du, der hat noch nichts gesagt, der hat nur gerupst. Stimmt, Dani? Nein. Trost, Lechaim, auf dein Gesund, auf dein Wohl. Ja. Lang sollst du genießen. Oh, man lässt nicht Ruhe. Ja, wir sind fertig in zwei Minuten. Man soll nicht stören beim Torah lernen. Gut, ich werde euch letzter Punkt sagen. Jeder Mensch, der sucht wirklich den Grund und den Zweck und den Sinn von seinem Leben,
wird finden. Die, die sagen nur, die suchen, die werden nicht finden. Weil alles, was man sucht, findet man. Und alles, was man nicht sucht... Weißt du, ich will gerne heiraten. Ich habe nicht gefunden einen Partner. Weißt du, ich will gerne mehr Geld verdienen, aber es gibt keine Arbeit. Ich will gerne. Ich will gerne eine größere Wohnung. Immer wenn ein Mensch hat nicht geschafft, das was er will, entweder will er nicht oder hat nicht dafür genug gebetet. Wenn ein Mensch will genug und betet genug, findet er das, was er will. Und wenn ein Mensch sagt nur, dass er will, reicht nicht. Wenn ein Mensch wirklich will, ich rede nicht jetzt abstrakten Sachen, Sachen, die in unsere gemäß, hey, wenn ein Mensch will fliegen in den Mond, er kann wollen bis morgen und beten bis übermorgen, er wird nicht fliegen. Und wenn ein Mensch will, dass diese Orange wird fliegen von hier nach hier, sie wird nicht fliegen. Verstanden? Aber wenn ein Mensch wirklich will, was willst du noch in deinem Leben, was Großes? Ah, du hast mir gesagt, du fliegst nach Israel, du willst nach Israel fliegen. Willst du noch? Ja, vielleicht. Vielleicht nach Israel. Ja? Welche Stadt magst du in Israel? Tel Aviv. Tel Aviv? Ja. Warum? Wegen dem Strand? Strand, ja. Siehst du, der Mensch hat Chalaimes. Ja, die haben mehr Träume manchmal als uns. Wie viele Finger hast du, Dani? 10. Guck mal. Das ist 5 und das sind noch 5. Zusammen 10. Und die Kohanim, die Priester, machen so. So. Die Kohanim im Tempel, wenn sie segnen Gott, sie machen so. Und guck mal, was gibt ihnen die Miete, wenn sie so machen? Herz. Ah, seht ihr? Wenn sie beten so, guck mal, guck mal. Versteht ihr? Also darum beten sie so. Wie kriegst du deine einen Finger denn? Trainieren, trainieren. Aber du kannst das, ich kann das nicht machen. Machen. Es muss alle... Alles zusammen und zwei zusammen kann ich nicht machen. Genau. Doch. Schaffst du? So? Und ja, und dann so. Ich kann nicht. Und dann, auch, dann trainieren, dann musst du dir segnen. Ah, der macht gut. Ja. So. Komisch, ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Ich meine, die zwei. Kann ich nicht. Ja, weil ja, die zwei und die zwei kann ich nicht. So. Dann versuch zuerst die zwei stark und dann die zwei. Beginn nicht mit die große. Beginn mit die kleine zu verstärken. Beginn die Kleine zu verstärken und dann geh zu der Große und dann knicke die... Herz kann ich. Das ja, Herz alleine reicht nicht. So. Ah, sehr gut. Sehr gut. Nur die linke ein bisschen öffnen in die Mitte. Aber es ist gut gemacht. Übe, übe. Echt? Eine neue Aufgabe. Kann ich nicht. Mach. Ne? Nee. Der hat große jeder Finger wie eine Gurke. Das findest du lustig, gell? Dicke, dicke Finger, soll er gesund sein. Ja, das ist gut. Die linke ist gut. So, schließen. Gut. Oh, Mazel Tov. Sehr gut. Und so segnen die Eltern ihre Kinder. Gut, dann bleib alle gesund und stark, bis 120 und genieße vom Leben und sag zum Leben ja, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen. Wenn ein Mensch schätzt nicht sein Leben schätzt ihm nicht zurück. Das Leben ist genauso wie Menschen. Das Leben ist immer eine, so wie man sich in den Wald ruft, so kommt das zurück. Wenn du das Leben magst, sie magen dich zurück. Wenn du dem Leben liebst, sie lieben dich zurück. Und genauso wie bei Menschen, wenn du jemanden nicht magst, nein, magst er dich auch nicht zurück. Nein. Nein, lass es, das ist eine. Das ist eine, das ist eine.
Darf ich das anziehen? Nein, ja. Auf deinen Kopf? Schön. Das ist Chicago Bulls. Weißt du, was ist Chicago Bulls? Was spielen sie? Basketball oder Fußball? Nein, nicht Fußball. Ich glaube, diesen... Baseball? Baseball. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Sport sehr wenig. Fein. Chanukka Sameach, bleib alle gesund und stark. Danke für die Kaffee. Danke für die Sprudelwasser. Danke für eure... Fanta, Fanta, Fanta. Warum glaubst du, das ist deine? Was bin ich, Luft? Ich schenke dir das, aber es war meine. Musst du fragen. Möchtest du das? Ja. Sag, gib mir bitte. Bitte schön. Ja. Hast du so schön gebeten, bekommst du es. Danke. Bitte, bitte. Wir sind fürs Leben. Wir sind zum Leben.